Hallo Regnerfreunde. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass mir nochmal ein Regner begegnet, dessen Funktion sich nicht so erklärt, indem ich einen Wasserschlauch anschließe und den loslaufen lasse. Wir haben den sensationellen Regner Modell Brevier von Paul Zeisolf hier. An der Stelle muss ich mich bei Sassia bedanken, eine sehr aufmerksame Holländerin, die diesen Regner über viele Jahre aufbewahrt hat, mich dann angeschrieben hat und mir den Regner zur Verfügung gestellt hat. Danke. Das Markanteste an diesem Regner sind diese beiden Kugeln. Ein Fliehkraftregler, dessen Wirkung man erst in Bewegung so richtig erkennt. Bei größerer Drehzahl hebt der Fliehkraftregler das Propellerrad aus dem Düsenstrahl und verlangsamt so die Drehbewegung. Die Kreisbewegung dieses Regners wird erzeugt, indem es einen Exzenter gibt, der diese Achse bewegt und dabei diesen Haken vorantreibt und somit eine Drehbewegung erzeugt wird. Ausgesprochen sensationell ist dieses Steckfeld. Mit einem Splint kann ich die Anordnung der Düse und dieses Rades verändern. Dieses Rad läuft dann auf einer Art Nockenscheibe und verändert den Anstellwinkel dieses Düsenblechs, womit eine Bewässerungskontur erzeugt wird, wenngleich nicht die wie mit einem Laserschwert, aber doch erkennbar. Ich habe ja in diesem Kanal schon einige exotische Regner vorgestellt, aber ich hoffe, allen ist nach dieser Vorführung klar, das ist der weltbeste Regner, den es jemals gegeben hat. In diesem Niveau werde ich nicht weitermachen können, aber ich verabschiede mich bis zum nächsten kleinen Filmchen. Mal sehen, was sich da in meinem Schuppen noch findet.